Oh, scheiße. Was habe ich denn wieder gesoffen, ey? Kacke. Ihr seht aus, als hätte man euch richtig übel mitgespielt, mein Freund. Was habt ihr getan? Tja, ich habe Randon Howe getötet. Das soll ein Verbrechen sein? Das ist eher ein Dienst am Volk. Ja, eben. Trotzdem werdet ihr hängen. Scheiße. Ach, meine Freunde werden mich retten. Glaubt ihr das wirklich? So, das Geilste hieran ist, dass man hier selber entscheiden kann, wer einen rettet. Also beim letzten Mal habe ich Ogryn und Wind genommen. Aber ich glaube, ich habe da was anderes im Kopf. Und zwar, ja, Ogryn wird mich retten. Eine einzelne Person soll vor Drakon angreifen? Na, dann viel Glück. Ach Quatsch, nein. Hier. Nun ja, ich vermute, dass Win oder Zevran kommen. Was, hier kann ich nicht alle... Ich wollte jetzt eigentlich Zevran auswählen und nicht Win. Naja, egal. Probier's mal so. Oh, und wer? Zevran. Oder Zevran. Aber sicher, ich halte einfach so lange die Luft an, ja? Alles klar, wunderschön. Ja, dann... oh Mann, ich glaube, das wird lustig. Denn ich habe gelesen, dass... Ach, ich sag einfach gar nichts. Ja. Los, Augen! Zeig mal, was du kannst. Ja, also wir sind jetzt hier vor Drakon eingesperrt und müssen mit unseren Kumpanen hier uns da einschleichen. Man kann hier direkt angreifen oder ein bisschen seine Silberzunge gebrauchen. Naja, dafür habe ich ja Zevran jetzt damit. Und ihr seht auch schon, die sehen richtig cool aus. Und was stellt ihr da? Zevran soll ihn täuschen, ja. Wir, Sir, sind Artisten vom Stadtzirkus aus Antiva. Die berühmten Gebrüder Boma. Ihr habt doch bestimmt schon von uns gehört. Ihr seht nicht wie Brüder aus. Wie könnt ihr das nur sagen? Stimmt etwas mit euren Augen nicht, seht uns doch an. Wir sind Zwillinge. Natürlich keine Eineigen, aber dennoch Zwillinge. Ich bin der Gutaussehende. Also gut. Und was macht ihr hier? Wir sind für den Kommandanten dieser reizenden Einrichtung gedacht. Er hat doch Geburtstag, nicht wahr? Der Kommandant hat Geburtstag? Sagt nicht, ihr hättet es vergessen. Was für ein schrecklicher Ritter seid ihr nur. Er wird am Boden zerstört sein. Ein Glück, dass der Regent uns zu seiner Unterhaltung gesandt hat. Gut, wartet dort drüben, ich hole den Hauptmann. Niemand hat mir was von diesen Zirkusspinnern erzählt. Ihr habt leicht reden, Elf. Diese Gauklerhosen rutschen ständig peinlich weit nach oben. Also gut, was geht hier vor? Oh, ich glaube, da war irgendwie gerade ein Fehler. Hm, komisch. Egal, wir lassen mal Ogryn reden. Mein Partner und ich sind Artisten. Der Regent hat uns engagiert wegen der niedrigen Truppenmoral. Ihr seid also Artisten. Was führt ihr vor? Vorführen? Nun, der Elf hier jongliert mit Schwertern, während ich... Er führt den traditionellen Todestanz der Zwerge vor. Er zündet seine Hose an und so weiter. Ein großartiges Spektakel. Ihr könnt in der Haupthalle auftreten, aber nur, wenn der Zwerg seine Hosen anbehält. Und das ist nicht verhandelbar. Warum habe ich bloß den Posten in Lothering abgelehnt? Mega geil, ey. Einfach der Anfangskommentar von Ogryn. Ich bin der Gutaussehende. Ach, ich lache mich so Schrott. Was haben wir hier? Wir haben eine Verkleidung an, ja? Ich glaube, edles Gewand. Okay, ich glaube, wir behalten die erstmal an. Gut, dann schauen wir uns mal hier um, bevor wir uns nochmal hier bereit machen. Und ja, hier ist die Haupthalle. Da können wir reingehen, oder dürfen wir reingehen anscheinend. Aber jetzt sind wir das Hauptmanns und hier Kapelle, okay. Und hier bin ich, ja. Ich sitze natürlich hier, ich meine natürlich meinen Spielcharakter Jason, in Gefangenschaft. Ja, was sagen denn unsere beiden Kumpanen hier? Da fühlt man sich richtig lebendig. Einbruch und illegales Eindringen. Im Alleingang in die am schwersten bewachte Festung in ganz Ferelden eindringen? Was für ein Spaß! Oh ja, finde ich auch. So, dann ihr beiden hört mal auf rum zu kaspern und dann gehen wir mal hier rein. Nein, Süßen, ne? Ja. Müssen mich ja jetzt hier retten, aber was ist denn mit dieser Tür? Hier ist doch das Arbeitszimmer des Hauptmannes. Dürfen wir überhaupt rein? Ich weiß es nicht genau. Erfüllt eure Aufgabe. Hi. Erfüllt eure Aufgabe.
Unsere Aufgabe. Oh, Truhe, die können wir knacken. Oh, was ist das denn? Können wir die knacken? Ich weiß nicht. Komm bitte. Ist ja egal. Nein! Schade. Na egal. Ja, wir konzentrieren uns erstmal auf unsere Aufgabe. Ogre muss natürlich jetzt hier seine Hosen anzünden. Das wird geil. Nein, Quatsch, das machen wir natürlich nicht. Wie wurde das beschrieben? Der Todestanz der Zwerge oder sowas. Ja, hallo. Wir sind nach Lothering gegangen. Ich weiß es nicht. Ich habe aber gehört, dass sie bis auf die im Palast alle zusammengezogen haben. Stört uns nicht. Bis zur nächsten Wache sind wir nicht im Dienst. Es ist nur ein Offizier bei einem Raum voller Wachen in einer Festung mit noch mehr Wachen. Was sollte schiefgehen? Irgendwas stimmt da nicht. Zeran sagt gar nichts in den Sequenzen. Das ist sehr komisch. Ich habe das ein bisschen verbuggt hier. Aber nun gut, stimmt. Was ist denn das mit der Balliste hier? Die könnten wir anders ausrichten oder wie geht das? Oder nee, wir... Moment. Hier sind die meisten, okay. Und die meisten, ja... Da ist diese Balliste drauf gerichtet. Ich glaube, die aktivieren wir auch direkt mal. Oder? Ich speichere mal eben vorher. Stirbt! Stirbt. Nein. Achso, die wird erstmal ausgerichtet, ja. Mal schauen, wo die anderen hin ausgerichtet werden. Wahrscheinlich kann ich die auch beide aufteilen, sodass wir gleichzeitig zwei Ballisten abfeuern können. Das wäre natürlich klasse. So, die zielt... Oh! Komplett woanders hin. Wieso schieße ich denn da hin? Das kapiere ich jetzt aber gar nicht. Aha! Also, ja, das ist natürlich geil. Aha, die haben es nicht gecheckt. Geil, schnell die Tür zu machen. Das hätte ich natürlich nicht erwartet. Ich dachte, wir greifen jetzt erstmal an, wirklich. Aber nun gut, dann schleichen wir uns wirklich hier rein. Die Wachen werden wissen, dass wir hier nichts verloren haben. Was hat er gesagt? Wir sollen die... was? Unsere Rüstung anlegen? Na gut, dann legen wir mal unsere Rüstung an. Dragolederrüstung, jawohl, da kann auch mal direkt sein. Was hat er hier angehabt? Kinderriemen des Recken kann er mal anlegen, was auch immer. Und er hier ist ein Helm der Legion und Rüstung der Legion. Wunderschön, das sieht schon wieder geiler aus. Vielleicht können wir jetzt mal Verstohlenheit ausprobieren. Frei bewegen, mal gucken, ob was hier... Nein, die wurden entdeckt. Oder auch nicht. Ogryn, bleib da stehen. Weh, du machst irgendwas. So, ich will mal Verstohlenheit benutzen. Wie geht das denn nochmal? So, wir müssen einfach irgendwen angreifen. Das ist schon direkt ein kritischer Treffer. Ich glaube, ich greife dann erstmal den Typen hier an. Und flapp! Geil! Und dann auch schnell mal, wie wär's denn mal mit, ja, tödlicher Schlag, ganz genau. Ogryn, schnell, jetzt ist deine Chance. Oh nein, wir helfen natürlich erstmal Zevran hier, bei dem einen Typen. Los, greif doch an, Alter! Wieso verpisst sich der Typ hier? Na gut. Dann greift er den hier an. Ist mir jetzt auch schnurz egal. Ey, wen greifst du an, Alter? Ich glaube, die Störung ist gerade ein bisschen Banane, oder? Kann das sein? Ah je. Tödlicher Schlag, los. Ein bisschen Unruhe ist auch nicht schlecht. Naja, so viel Schaden machen sie jetzt auch nicht, wie ich jetzt zum Beispiel. Aber trotzdem scheint es wirkungsvoll zu sein. Alle nehmen mal ein bisschen... Mal zu trinken. Na los, mach das Ziel auch fertig hier. Knaufschlag und dann... Oh nein. Nein, das geht nicht ab. Schnell. Das macht Spaß, oder? Rundumschlag, Alter. Und hier machst du mal zwei Waffenstreich. Flapp. So, und er hat den jetzt nochmal? Ja, komm. Jawohl. Ich verstehe. Es ist Zeit für den Adalas. Es wird Zeit für den Adalas. Ganz genau. Nein. Oh, er sollte mal ganz schnell hier Rundumschlag nehmen. Ogryn kann sich schon mal mit denen da befassen. Er scheint anscheinend irgendwelche Probleme zu haben. Jawohl. Nochmal, los. Mach den Typen kalt. Nein, Stefan, du sollst den hier kalt machen. So, jetzt ist alles gut. Hey, jetzt kommt der lustige Teil. Wunderschön. Ich glaube, wir hätten uns einfach hier alleine mit Stefan reinschleichen können, mit Verstohlenheit. So wie ich das jetzt hier... einschätzen kann, aber nun gut, ist mir jetzt auch Schnurz. Wir müssen gar nicht mehr so weit gehen. Wir müssen jetzt nur noch durch den Zwinger. Oh, oh. Arbeitszimmer des Oberst. Okay, ich glaube, die Zimmer nehmen wir uns erstmal mit mir vor. Wenn dann. Das ist hier ein bisschen schwierig, denn ja, ohne Heilung oder Heiler ist das wirklich ein bisschen, ja, wie gesagt, schwierig. Verstohlenheit, also gut. Also gut.
So, ich laufe mal alleine weiter. Ich gucke mal, ob hier irgendwer auf uns wartet. Ich hoffe mal nicht. Da vorne könnte irgendwer sein. Oh, Waffenständer. Kann ich da einfach rein? Ich guck mal, ob ich das kann. Ja, oh, geil. Okay, dann bediene ich mich mal hier beim Waffenständer. Oho. Langbogen. Oh, ist ja langweilig. Ist ja scheiße. Na gut, dann gehe ich einfach mal weiter. Natürlich nicht ohne Orgel. Ich wollte nur kurz die Halle hier sichern. Oder gucken, ob das hier alles sicher ist. Okay, Orgel, du kannst kommen. Super. So, mal im Speichern. Und ja. Hier mal aufmachen und hier weiter reingucken. Hier ist keiner. Da unten vielleicht. Aha. So, so. Ja, ich glaube, Ogren kann erstmal weit. Kann erstmal vorrennen. Und dann kann Severn nachkommen mit der Verstohlenheit. Hallo, hier bin ich. Jawohl. Kommt her. Kommt zu Severn. Los. Ja, oder Severn. Wie auch immer. So, ich greife jetzt mal die Wache an und Severn tut es mir gleich. Am besten auch irgendwie mit direkt. Nein, mit zwei Waffenstreich am besten. Flach! Nein, hat nicht gewirkt, oder? Ah, egal. Nein! Gib ihm mal! Fluch, Mal des Todes, los! Ja, wunderschön. Den eben Köter fertig machen. Jawoll! Ist ja mal mega geil, wie das hier abgeht. Also Ogren sterbe kraftvolle Schläge und meine vielen kleineren Schläge, die machen ordentlich was wett. Ey, Ogren, du darfst auch weiter angreifen hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Also. So. Ja, super. Raum gereinigt sozusagen. Jetzt müssen wir nur noch den Kerker oder wie auch immer, das Gefängnis aufräumen. Ich wette, da warten noch ein paar, ja, nicht nette, gefolgsame Leute von dem Oberst hier oder von Logan, der uns ja hier eingesperrt hat. Komm, ich greife einfach mal so an, oder? Ja, die patrouillieren da, aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Oder? Ja, das kann ich machen. Ach komm, ich probier's einfach mal. So. Da vorne sind sie und da hinten bin ich. Und wen muss ich ausschalten? Ich muss doch eigentlich nur den. Ja, den Kerkermeister oder. Ach, da ist der Kerkermeister angreifen. Jawohl. Kann ich an dem vorbeischleichen? Ja, wunderschön. Oder Moment mal, kann ich auch den bestehlen? Das wäre natürlich cool, wenn ich stehlen überhaupt kann. Weiß ich gerade nicht. Nein, ich kann gar nicht stehlen. Das wäre natürlich geil gewesen. Hätten wir einfach den Schlüssel geklaut. Weil dafür brauchen wir wirklich einen Schlüssel, denke ich mal. Und Angriff. Jawohl. Das hat ging ordentlich ab. So, bevor Zebra natürlich abkackt, helfen wir ihm und nehmen ihm mal die andere Wache ab. Lass Zebra noch in Ruhe, du Arsch. Oh nein, jetzt irgendwie auf den Kerkermeister. Ach nee, der ist schon tot. Machen müssen. Okay. Alles klar. Und jawohl, Schlüssel zu den Zelltüren. Ja, schön. Los, da bist du. Auf. Dem Stein sei Dank. Ihr glaubt nicht, was die von mir verlangt haben, um euch rauszuholen. Was wollte Severn denn sagen? Das finde ich jetzt mega scheiße, dass das jetzt hier nicht dargestellt wird. Naja. Kleiden wir uns erstmal ein. Ach ja, ich bin schon eingekleidet. Ja, cool. Ja, Dude, ich lasse dich mal hier verrecken, ne? Quatsch. Lass mal auch raus. Herzlichen Dank. Wenn es euch nicht stört, werde ich hier nicht länger verweilen. Doch, doch, stört mich. Ja. Noch ein Stückchen Bananentee und dann geht's weiter. Unten liegen noch ein paar Leichen oder sind das. Na los, Leute, ihr könnt doch mitkommen, so. Ja, doch, diesen Solo-Modus aktiv. Und ist da auch noch wer eingesperrt? Hä? Verstanden. Nein? Okay, dann nicht. Alles klar. So, können wir den hier wenigstens befreien? Nee, der scheint schon leblos zu sein. Schade. Naja. Wir haben unser Bestes versucht. So, ich würde sagen, wir gucken uns dann nochmal hier das Arbeitszimmer des Oberst an. Und ja, den Hauptmann müssen wir wahrscheinlich eh meucheln, weil er ja da rumgammelt und uns wahrscheinlich sieht. Egal. Ja, metzeln wir uns einfach mal hier raus. Da. Ich freue mich schon wieder, Al Eamon zu sehen und. Oh Mann, aber ich würde gerne wissen. Ich hätte gerne gewusst, was Severn gesagt hätte. Das finde ich mega kacke. Ah, das ärgert mich jetzt wirklich maßlos. Und kann auch nicht verstehen, woran das liegt. Tja, vielleicht finde ich dann irgendwo Footage davon. Also irgendwie bei YouTube oder so kann das auch vielleicht einbauen. Naja, ich weiß es nicht genau. Weil neu laden bringt wahrscheinlich nichts, weil ich habe hier schon mittendrin einmal kurz das Spiel neu geladen.
Also Spiel beendet und wieder aufgemacht. Also nachdem wir hier reingekommen sind. Und schon am Anfang kam ja dieses diese komische Unterbrechung. Oder dass Severan nichts gesagt hat, als Ogryn und er da gewartet haben. So, hier ist eine Militärtür. Da ist anscheinend mehr los. Waffenkammer, das der Offiziere, oh. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Ja, hier ist ein kleiner Raum. Aha. Hallo Leute, ne? Alles fit? Im Schritt? Lange gleich nicht mehr, ne? Zu den Waffen. Oh. Wollt ihr mich fertig machen? Oh, das ist aber süß von euch. Einer heult schon. Oh, ich sollte aber, glaube ich, mal einen Rotumschlag nehmen oder sowas. Jawohl. Na los, metzelt ihn da hinten her nieder. Sagt man das so? Nee, ich glaube, meine Faust wird auf hier niederfallen, so kann man das sagen, aber sonst, glaube ich, kann man das gar nicht sagen. Streicht ihn oder richtet ihn hier nieder? Nein, ach, ich weiß auch nicht mal, wie ich das formulieren wollte, egal. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Truhe. Oh, und Liliana, wieso ist Liliana nicht mitgekommen? Oder wieso kannst du deine Fähigkeit nicht mehr trainieren? Ganz schnell, jetzt, komm. Komm nur noch ein halbes, noch eine Hälfte Level. Ein halbes Level, genau, so. Naja. Was haben wir denn hier oben? Ist das irgendwie... Ach nee, das ist so ein Kerzenleuchter, nein, ein Fackel oder sowas. Ja, hallo, hallo, hallo. Wie geht's euch denn? Ihr habt mich hier... ihr habt mich hier festgehalten. Das finde ich natürlich nicht so schön. Flapp! Na los, macht sie fertig, Jungs. Wir haben es verdient zu sterben. Ja. Oh Mann, wie viel Schaden wir jetzt mit mir machen. Da gibt's... Ist ja mal mega heftig. Vorher war ich so mit Severan und Ogryn so vorsichtig und jetzt geht es einfach Rocky Zocki. Rocky Zocki. Mhm. Noch Geld dabei. Ja, wunderschön. Was haben wir denn da hinten im Fass drinne? Ein Fass nur noch. Elfenfurzel, ja. Super. Dann müssen wir uns jetzt nur noch die Waffenkammer der Offiziere vornehmen. Vielleicht kriegen wir da noch eine schicke Waffe. Ich bezweifle es, aber wir müssen ja gründlich sein, ne? Hallo. Alles klar. Oh, das ist genauso aufgebaut wie eben der Raum. Na du? Eindringlinge! Eindringlinge? Ich bin hier schon gewesen, also. Eindringlinge ist wohl der falsche Ausdruck. Meine Kumpanen vielleicht. Wo bleibt ihr denn, hä? Ich muss ihn hier ganz alleine fertig machen. Unerhört. So, schwacher Natursalbe will ich nicht mitnehmen. Ziemlich useless. Und hier unten ist auch gar nichts. Ach, das ist ja langweilig. Oh. Wozu gehe ich denn hier runter? Oh Mann. Vor Drakon ist gleich menschenleer. Und nur weil ich hier meine Neugier nicht befriedigen kann. Und hier ist auch wirklich gar nichts. Das ist mega kacke. Oh, natürlich müssen wir uns jetzt hier mit diesen ollen Typen anlegen, die im Hauptraum sind. Aber vielleicht können wir die Ballisten auch ganz schnell benutzen. Ich weiß es nicht genau. Schnell benutzt die Ballisten! Hä? Wo sind die denn hin? Hallo? Da standen doch noch welche. Bin ich Banane oder was? Komm, benutzt die Balliste. Bringt irgendwie gar nichts. Naja, egal. Vielleicht sind die ja zum Hauptmann gegangen oder so. Oder die verstecken sich hier irgendwo. Ich glaube nicht. Hm, sehr, sehr komisch. Ja. Müssen wir es aber fast geschafft haben. Oder sollen wir nochmal kurz in die Kapelle reingehen? Ich weiß nicht. Ah, da ist eine Mutter. Hallo. Der Erbauer rette uns. Die Feste wird angegriffen. Oh, oh. Was hast du denn jetzt hier für Probleme? Oh, nein, da kommt der Hauptmann. Und da kommen die anderen beiden. Ach so, ja. Hallo, hallo, hallo. Und flach. Jawohl. Oh nein, die greifen auch gerade an. Schnell. Wirbelsturm, schnell. Jawohl. Da erstmal. Ach, der ist schon tot, alles klar. Dann greifen wir mal den hier an. Jetzt ist er gleich hinter sich. Los! Geil. Aber das war's, richtig? Freudentanz! Ah, Schlüssel zur Tür der Eingangshalle. Die Tür der Eingangshalle, sind wir hier eingesperrt oder sowas? Mussten wir den töten? Oh, Schlüssel zur Empfangshalle. Ich wette, wir hätten die Sachen auch alle klauen können, hätte Zephyr mit seiner Verstohlenheit sich unsichtbar gemacht und dann auch noch, ja, hätte stehlen können, dann wäre das wunderbar funktioniert. Hätte das wunderbar funktioniert, aber nun gut. Ich glaube, ja. Nein, hier können wir die Tür noch aufmachen anscheinend. Oh, scheiße, hab ich mich erschreckt, ey, boah. Ich dachte, hier wären Schätze hinterher oder sowas. Nein, geht ja gar nicht klar. Los, Übelsturm, schnell.
Oh ja. Sollte kein Problem sein. Na los. Oh Mann. Ja. Man erschreckt mich nicht ohne Grund. Das ist mega fies, ey. Ja, jeder, der mich erschreckt, auch nur auf Spaß, der wird herniedergemetzelt. Nicht hernieder. Wieso sage ich immer herniedergemetzelt? So wird erledigt. Jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte eben. Aber nun gut, das hört sich überhaupt nicht an. Niedergemetzelt ist okay. So, abhauen. Jawohl, wir haben es geschafft. Wunderbar, dann... Ach, das ist hier ganz oben. Oh je, oh je. Ja, dann verpieseln wir uns mal zum... Ja, zum Anwesen des Aals. Tada, ich bin wieder da. Ja, wunderschön. Irgendwann warst du auch was zu sagen. Win vielleicht? Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Was habt ihr auf dem Herzen? Nicht mehr? Oh Mann, das ist ja langweilig. Ihr stört nicht. Du störst aber, dass du mir einfach gar nichts zu sagen hast. Ah, Liliana, oh, ich brauche mal ein bisschen schmusi jetzt hier nach der Gefangenschaft. Mal was anderes als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Na, ihr seid aber nett und fürsorglich. Ach Mensch, wir können gar nicht schmusen. Ach, das ist ja doof. Ah, na gut, dann reden wir mal mit dem Aal. Beim Atem des Erbauers. Gut, euch in einem Stück zu sehen. In der Tat. Nach eurem alarmierenden Mangel an Feingefühl hatte ich mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich habe für eure Rückkehr gebetet. Ach du Scheiße, willst du aufs Maul? Ah, wie süß, da will ich euch gleich etwas weniger dringend umbringen. Was habt ihr denn erwartet? Ihr habt mich vor dem engsten Lakaien meines Vaters enttarnt. Ist der Sinn meiner Verkleidung euch gänzlich entgangen? Ich konnte kaum entkommen, als wir den Palast erreicht hatten. Ich hoffe, wir können trotz des missglückten Anfangs noch zusammenarbeiten. Würdet ihr mich anhören? Nein, 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 nein. mich interessiert nur, wie ich Logan besiegen kann. Ihr seid erst seit kurzem in der Stadt. Vielleicht sind euch einige aktuelle Entwicklungen bisher entgangen. Seit Ostagar herrscht Unruhe in Denerim. Viele Leute sind wütend oder bedrückt. Merkwürdigerweise ist die Unruhe im Gesindeviertel am größten. Da nur wenige Elfen in der Armee waren, dürften sie eigentlich keinen Grund haben, wütend zu sein. Und das wiederum bedeutet, dass Hau und mein Vater ihnen Grund dazu gegeben haben müssen. Ich weiß nicht, was dort vor sich geht, aber ich bin mir sicher, dass mein Vater seine Hand im Spiel hat. Das sind nützliche Spuren, Enora, aber das hätte uns alles auch euer Dienstmädchen sagen können. Das stimmt. Ich fürchtete als Haus Gefangene um meine Sicherheit. Aber Erlina schickte ich zu euch, weil ich mich mit euch zusammentun wollte. Ihr braucht die Beweise für das Landting, aber ihr braucht auch einen stärkeren Kandidaten für den Thron. Ihr braucht mich. Was? Und was ist mit Alistair? Alistair ist sicher fügsam genug und auch ehrbar. Aber trotz seines Blutes ist er kein König. Und das sehe nicht nur ich. Und außerdem ist Alistair ein grauer Wächter. Es sieht aus, als wolltet ihr einen grauen Wächter auf den Thron setzen, entgegen eurer Behauptung. Ich bin eine neutrale Partei. Und ich bin bereits Königin. Enora, ihr seid zwar Kaelins Witwe, aber... Ich bin die Tochter von Ferelden's größtem General. Wer hat denn wohl das Land in den letzten 5 Jahren regiert? Etwa Kaelin? Dieses Land braucht mich. Keinen König ohne Erfahrung, der den Thron zudem gar nicht will. Ich kann euch helfen, meinen Vater aufzuhalten. Überlegt euch meine Worte. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Wächter, wenn ihr kurz Zeit hättet, würde ich euch gerne unter 4 Augen sprechen. Nun, sie ist ziemlich lebhaft, nicht wahr? Ich weiß noch, wie Logan sie nach Denerim brachte, damit sie Kaelin kennenlernt. Der arme Kaelin war ein guter Junge, aber Enora war immer 2 Schritte voraus. Ein Augenaufschlag und er folgte ihr aufs Wort. Was sie sagt, ist sicher nicht unrichtig. Dennoch habe ich das Gefühl, dass sie Ärger bedeutet. Und es ist leider nicht der einzige, der uns bevorsteht. Ah, scheiße. Ja, die scheint mir sehr aufmüpfig zu sein. Warum glaubt ihr, dass sie Ärger bedeutet? Das Bündnis kommt ihr gelegen. Momentan kämpfen wir vereint gegen Logan. Seid vorsichtig, wie weit ihr ihr vertraut.
Ich glaube keine Sekunde, dass Anora ihre Macht einfach so aufgeben wird. Dennoch habe ich sie lieber hier und kann sie beobachten, als dass sie aktiv für Logan arbeitet. Ja, sie wäre sicher ein besserer Herrscher als Alistair, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir sie dann einsetzen sollen. Also ich glaube, wir haben die Möglichkeit, Alistair einzusetzen, Anora oder... und sie ist derzeit alleinstehend, oder? Glaubt ihr, es wäre sinnvoll, sie zu umwerben? Kaelins Tod liegt weniger als ein Jahr zurück. Es wäre unziemlich von ihr, so bald wieder zu heiraten. Das Risiko würde sie nur eingehen, wenn sie sich dadurch den Thron sichern könnte. Ja, eben. Vielleicht sollte Alistair Anora heiraten. Meint ihr das ernst? Nein, danke. Den Rest davon will ich gar nicht erst hören. Redet ihr beide nur weiter über mich. Ich stelle mich jetzt hier rüber und stecke mir die Finger in die Ohren. Es würde sicher zahlreiche Probleme lösen und wäre im Landing ein nicht zu schlagendes Argument, um Logan seiner Macht zu entheben. Therin Blut auf dem Thron und Anoras Klugheit und Beliebtheit. Das würde Ferelden vereinen und wäre eine starke Front gegen die Verderbnis. Leider sind beide erwachsen, also übernehmen nicht die Eltern die Verhandlungen. Diese Ehe kann nur stattfinden, wenn beide damit einverstanden sind. Es bedarf wohl viel Überredungskunst, um ihren Stolz und seine Bescheidenheit zu überwinden. Ah, stimmt eigentlich. warum ist es denn so wichtig, dass Merricks Sohn den Thron besteigt? Ferelden wurde als erstes von Kaelinhard, dem Silbernen Ritter, vereint. 400 Jahre lang herrschten seine Nachfahren über Ferelden. Dieses Erbe bewahrten wir vor den Orlesianern. Und dafür werde ich kämpfen, solange noch einer von Kaelinhards Nachfahren am Leben ist. Wenn uns das nicht eint, kann der nächste König Ferelden vermutlich nicht halten und wir würden wieder zu verfehdeten terrenieren. Stimmt eigentlich, also muss eigentlich Alistair auf den Thron, naja. Aber Alistair weiß gar nichts darüber, was es heißt, König zu sein. Völlig richtig, und das habe ich auch häufig genug gesagt. Wenn Anora sich gegen Logan stellt, soll sie doch die Krone behalten. Sie steht ihr ohnehin viel besser. Ihr habt beide Unrecht. Einige Monate Erfahrung... Und Alistair wird ein wunderbarer König sein. Er weiß, wie man Truppen anführt und sein Land gegen Eindringlinge verteidigt. Er kann für die Gerechtigkeit kämpfen, wenn erforderlich. Er hat Mitgefühl für die weniger Glücklichen und vertraut dem Erbauer, dass er ihm hilft, richtig und falsch zu unterscheiden. Und er weiß, bei wem man Hilfe ersucht, sollte all das nicht reichen. Er wird es schaffen. Stimmt eigentlich. Also ich bin auch dafür, Alistair auf den Thron zu... befördern. Nur weiß ich nicht, ob wir Anora trauen sollen oder ob wir ihm wirklich das antun sollen. Tja, wenn ihr wollt, kann ich das noch hinauszögern. Ja, ich sage erstmal, reden wir von etwas anderem. Wir haben jedenfalls viel zu planen. Ja, was denkt ihr, tut er im Gesindeviertel? Nur der Erbauer weiß, wozu dieser Mann noch alles fähig ist. Oh je, ich müsste mal nach meiner eigentlichen Braut suchen und ja, nach meinem Vater. Ich habe zu tun. Natürlich. Darf ich vorschlagen, dass ihr mit Anora sprecht? Sie ist entweder eine mächtige Verbündete oder eine mächtige Feindin. Wir sollten bald wissen, was von beiden. Ja, und mit dieser Frage, ob wir Anora auf den Thron helfen wollen... oder Alistair es überlassen sollen, oder beidem, beende ich hier mal die Folge. Ich glaube, ich habe jetzt hier drei Folgen aufgenommen. Ungefähr 26 Minuten. Ungefähr, ja. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das entscheiden, beziehungsweise würde mich mal eure Meinung interessieren. Letztendlich mache ich ja natürlich die Entscheidung, aber ja, wenn ganz, ganz viele sagen, ey, nur Anora, oder ey, nur ganz, oder ganz, ganz viele beide, wie auch immer, mache ich das dann auch so. Ja, deswegen bitte ich euch mal darum, jetzt hier gegen Ende des Videos in die Kommentare zu schreiben, was ihr wollt. Also, A, nur Alistair auf den Thron, was ich am geilsten, naja, Alistair muss auf den Thron für mich. Das ist mir jetzt scheißegal, ob Anora dabei ist oder nicht. Aber sie kann ja auch eine mächtige Feindin sein. Deswegen, ja, A, Alistair, B, Anora und Alistair oder C, nur Anora. Weiß ich nicht. Müsst natürlich auch bedenken, dass Alistair gar keinen Bock drauf hat, König zu sein. Und ja. Das bestimmt dann natürlich auch seine oder unsere Geschichte. Nicht nur für Dragon Age Origins, sondern auch für Dragon Age 2 und natürlich auch für Dragon Age 3 später mal. Ja,
Und damit verabschiede ich mich mal. Ich bin der Endgame, wir spielen Dragon Age Origins. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, drückt auf Gefällt mir. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder, ne? Bis dann, ciao.